Hallo liebe Freunde, ich mache hier nochmal ein Video wegen diesem satanischen Kunst. Und man hat mir einen Bericht gelöscht beim Facebook, mir eine Verwarnung gegeben. Und hier ist das, was ich da gepostet habe, jetzt in den Mainstream-Medien, die Weltwoche. Das ist hier von Ausgabe Nummer 12, 18. März 2021. Und hier steht jetzt ein drauf: Kunstliebhaber Berse. Der abseitige Geschmack des Gesundheitsministers von Christoph Mörgeli. Und jetzt zeige ich euch mal die Seite. Ich habe es schon gepostet. Hier, das ist der Alain Berse. Das ist eigentlich wieder Herr Spahn in Deutschland. Und hier wird einfach so geschrieben, dass er jetzt während der Corona-Zeit über 320 Millionen Franken wollte, oder? Für die Kultur, also für das, was er als Kultur anschaut. Das sieht man hier. Ich meine, das erste Bild, eine nackte Frau mit einem Vogel, das geht ja noch. Aber hier einer, der pisst hier auf so einen Stuhl, das ist ekelhaft. Also. Und hier, das ist ganz schlimm, finde ich, dieses schreiende, blutende, misshandelte Baby, das ist so, das wäre wie wenn so ein Pädophiler seine Videos hier als Kunst ausgibt und dann Geld kriegt von der Regierung, vom Volk, oder? Und das Ganze hat auch noch einen anderen Hintergrund, weil ich forsche das ja schon seit 13 Jahren und ich habe gesehen, die machen überall Skulpturenwege. Und jetzt zeige ich euch einfach mal ein paar Bilder, die ich gemacht habe. Das hier, das habe ich auch gepostet, das ist vom Burgdorf, von vorgestern. Da sind wir einfach gefahren und ich merkte gerade, da ist eine starke Leyline und da stehen da so komische Holzschnitzereien hier. Ist auch ein Geist erschienen. Und jetzt habe ich gerade ein paar Bilder gemacht, zeige ich mal hier so. Eigentlich so zeigt man der Mensch hier in dieser komischen Pandemie, eigentlich wo 0,1% ist betroffen und 99% werden gestraft mit Masken, weiß ich was allem, oder? Und hier sieht man auch nochmal diese ganze Figur. Steht gerade am Anfang vom Burgdorf im Emmental in der Schweiz. Und hier, das war auch dort, das sieht auch nicht so freundlich aus. Und hier steht nicht mal, wer das gemacht hat und wem das ist, aber es steht auf öffentlichem Boden. Also heißt das wieder von der Regierung finanzierte komische Kunst, oder? Und das finde ich ganz krass hier, das war in Liestal im Wald 2009. Da haben sie Menschen gezeigt, in Spinnennetzen gefangen oder hier so wie in, mit Maskenköpfen oder so Mikrowellen, so total abartig. Und hier gibt es doch fast wie den Hitlergruß zu sehen. Und das hatten die Leute da, irgendjemand hat das so genervt da im Wald. Da will ich euch was zeigen, was hier mit dem passiert ist. Weil das hat dann irgendeiner, ist da durchgedreht und hat das dann angezündet, oder? Also ich habe da diesen ganzen Skulpturenweg geheilt, mit Liebe, mit guter Energie, mit Lichtwasser und habe dann so einen Bericht geschrieben und diesen Künstler abgegeben und dann kam so ein Zeitungsbericht, ja, dass da einer ein Kritiker sei, der sagt, das sei alles Satanismus, ja, was ist es dann, oder? Also meine nur, oder? Also. Und dann zeige ich euch noch mehr hier, das hier sind so von Liechtenstein. Und das hier, das ist hier in Langenbruck, wo ich gewohnt habe. Auch ganz komisch, oder? Diese ganzen Märchengeschichten. Und da machen sie so komische Bronzeskulpturen mitten im Wald, oder? Ganz, ganz seltsam, oder? Die Kirche finanziert das auch mit. Und hier sind wieder diese Mischwesen, oder? Halb Tier, halb Mensch und so. Das sieht man überall auf der ganzen Welt. Immer da, wo Kraftorte sind. Das ist sehr interessant. Und hier, den kennt ihr auch, also es wird auch am Brunnen gemacht und so, der Kinderfresserbrunnen in Bern. Und den habe ich ja mit einer Meditation gehalten. Mich nimmt Wunder, ob da jetzt Baustellen sind. Wenn jemand in Bern ist, kann er vielleicht auch mal schauen, ob da jetzt Baustellen sind. Weil wenn wir das heilen, dann gibt es da immer Baustellen, weil dann die Energie gut wird, egal was sie da hinstellen.
sie manipulieren ja nicht nur mit Fotos oder mit Bildern, die heißen ja Bilderberge, ich mag eigentlich lieber Bergbilder, sie manipulieren auch mit so komischen, auch abartigen Skulpturen. Hier ist ein Wanderweg, hier gehen kleine Kinder vorbei, hier siehst du so nackte Bronzefiguren mit riesen Eiern und Schwänzen und also völlig pervers, was hier gemacht wird, nur weil hier die schöne Leyline der Erde fließt. Und hier sieht man auch in Basel oder beim Rathaus genau das Gleiche. Also man sieht, das kommt von der Regierung, diese komische Kunst und der Steuerzahler. Wenn man da abstimmen würde, da würden 90% sagen, das wird nicht finanziert. Also das ist eine Sauerei, oder? Und hier auch so der Beherrscher, den habe ich gehalten, da ist ein Geist raus, da mussten sie ihn versetzen, also auch interessant, oder? Jetzt muss ich nochmal runter. Hier zum Beispiel auch am Genfersee, nahe bei CERN, Alien-Skulpturen am See. Und im See drin hat die CIA da, die Catholics in Action, eine heimliche Geheimbasis unter dem See, also die WHO ist auch hier, ist ganz komisch, in Genf hat man das Gefühl, man ist nicht in der Schweiz, also das kommt einem ganz utopisch vor dort. Und hier, das ist in Solothurn, hier hat man vor der Kathedrale ein Moses hingemacht und ihr seht, der Moses hat hier auf dem Kopf so Satanshörner, das ist schon nicht normal, was man da, wenn man genau schaut, sieht man das, wo das ist. Und auch in Liechtenstein, in Deutschland, in Österreich, überall waren wir schon, auf der ganzen Welt, überall das gleiche Spiel eigentlich. Das ist eigentlich langweilig. Und sie arbeiten auch mit Zahlen, vor allem mit der 666. Hier sieht man sie fast 4 Meter groß in Schaffhausen am Rheinfall. Und dort sieht man es auch am Wasser, wenn man diese 666-Energie hier am Wasser schaut. Hier ist das Wasser wirklich verunreinigt, da hat man viele Kristalle reingeworfen. Und hier das auch die Anthroposophen, ich nenne sie ja Antiprosophen, die machen da auch voll mit, die schnitzen ja die Bäume, machen so komische Dämonenskulpturen und befassen sich mit Atlantis, aber wahrscheinlich mit der negativen Energie von Atlantis, so sehe ich das. Und hier sieht man nochmal da, also wirklich, Conchita Metall oder was, also abartig. Haben auch schon viele gesagt, das müssen wir abreißen. Also ich finde, wir können ja Unterschriften sammeln, dass das weg muss, das ist eine Sauerei, oder? Und hier auch, das ist auch in der Schweiz, in Bad Ramsach. Da hat es auch noch den da, oder? So ein Teufel mit einer Rakete. Also hier manifestieren sie wahrscheinlich den Krieg. Und schaut mal, wie der guckt da, oder? Also ganz abartig. Den haben sie aber wieder weggeräumt jetzt. Also, aber irgendwo steht er, oder? Ja, und das war's. Und ich wollte noch sagen, jeder kann ja bei sich zu Hause mal schauen, ob es da Skulpturenwege gibt und so, und da mal hingehen und pendeln, spüren und dann die Energie mal abändern und dann in 1-2 Monaten mal schauen, ob es da Baustellen gibt und dann schickt ihr mir die Fotos, das würde mich interessieren. Ich sammle das nämlich, weil ich glaube, wenn man da irgendwie, man könnte vielleicht auch rechtlich was machen, weil die da an den Energien der Erde herum manipulieren, das kann man beweisen mittlerweile, oder? Und ich wünsche allen einfach noch einen schönen Sonntag, schönen Vollmond. Tschüss.